So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Seleukiden und der Tierfreund Challenge. Wie jedes Mal, wenn ich das so sage, denke ich mir, ich muss einen neuen Namen für diese Challenge machen oder bringen. Ich baue nur noch Armeemitglieder mit tierischen Begleitern, also Kavallerie, Streitwegen, Elefanten, Kriegshunde und so weiter und so fort. Genau. Und für die, die denken so, warum hast du jetzt hier aber noch Infanterie? Das sind meine Anfangseinheiten. Also, die ersetze ich nicht. Ich behalte sie so lange, wie es geht, wie ich überlebe. Und hier, apropos Überleben, also hier haben wir schon mal gegen sowas gewonnen, aber da wollen wir mal schauen, ob es dieses Mal auch so ist. Ich habe mich auf jeden Fall extra so hingestellt, dass wir einen fetten Berg auf der Seite haben. Aber es ist so steil ist er jetzt nicht, ne? Also, ich würde sogar, ich habe eine Idee. Ich würde sogar mich hier genau an den Rand stellen und dann die rechte Flanke komplett mit meiner Kavallerie zu bomben. In dem Fall ist es. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Hä? Wieso ist der. Ne, komisch. Na ja, gut. So, die Kavallerie geht mal hier hin. Die gehen mal hier hin. Die gehen mal da hin. So, Elefanten gehen auch hier hin. So. Die Linien zumachen. Okay, die Elefanten, also hier, die Einheiten sind natürlich ziemlich schwach. Oh ja, das ist gut. Warte. Ja, doch, passt schon. Gut, die Einheiten sind natürlich ziemlich schwach. Aber das macht überhaupt nichts, weil dann quetscht sich die Elefanteneinheit hier durch. Okay, der geht jetzt. Okay. Der macht es natürlich nicht so, wie ich das gerne gehabt hätte. Der geht jetzt nämlich von hier nach hier und ich hatte gehofft, dass er von hier kommt. Na, der füllt wahrscheinlich jetzt die komplette Breite aus. Ich tue mal die Kavallerie weg. Oh, nope, tue ich nicht. Okay, da habe ich mir jetzt was eingebrockt. Gut. Andere Taktik.
Andere Taktik. Der stellt sich zu breit auf. Da bringt meine alte Idee oder meine anfängliche Idee bringt da gar nichts. Königliche Peltasten! Steinschleuderer! Verdunkelt den Himmel! Leichte Kavallerie! Pikeniere erwarten eure Befehle! Doppelte Geschwindigkeit! Königsmänner! Schnelles Marschieren! Wie lauten eure Befehle? Die sind so schlecht. Die hatten die Hälfte der Zeit Zeit anzugreifen. Aber haben sie nicht gemacht. Volle Kanne auf die Stammeskrieger. Ja, der stellt sich ja komplett breit auf. Das ist ein bisschen ein Problem wird das. Das ist eine sehr, sehr gute Taktik gegen mich. Männer wanken. Aber die sind durchgekommen, das ist gut. Das ist sehr gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, das ist schon mal gut. Der macht Trampeln an. Weil hier komme ich halt nicht durch. Das ist schwierig. Das ist ein bisschen schwierig. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Also die sind echt dämlich gerade. Okay, Elefanten wieder zurück. Unser General wird angegriffen. Und was macht ihr? Wie, immer noch da? Okay, da muss ich jetzt schauen, dass ich hier durchkomme. Halt sehr viele sehr viele Fernkämpfer. Das ist halt echt gut für ihn und schlecht für mich. Okay, das passt. Hier bitte rein. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Okay. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay,
Okay, wir gewinnen es doch. Aber halt auch richtig, richtig malig. Und wahrscheinlich auch nur wegen den Kriegselefanten. Und wegen meiner Kavallerie. Also. Er hatte halt schon richtig, richtig viel Fernkampf. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, war wieder ein Pyrrhus-Sieg. Aber ehrlich gesagt dachte ich, wir gewinnen das nicht mehr. Als hier in dieser Pulp war. Aber ja, am Anfang, vor allen Dingen am Anfang, sind Elefanten richtig, richtig stark. Also am Ende sind die. Alter, fast 700. Am Ende sind die immer noch sehr stark, aber man hat halt dann auch die Möglichkeit, Brandpfeile zu holen. Also das heißt mit den Peltasten oder den Bogenschützen. Und da sind halt die okay, jetzt habe ich schon ein bisschen was verloren. Genau, und dann sind die Elefanten schon eher ein Nachteil, sage ich mal so. Athene gibt uns Weisheit und Ares Stärke. Wenn du weiterhin so forderst, kann ich dir leider nicht geben, was du verlangst. Okay. Alter, hier sind halt so viele noch am Leben. Ich gehe jetzt mal wieder nach Hause. schon wieder. Kavallerie-Kommando natürlich. Viel Leitung. Verwundet. Ist nicht so gut. Die haben sich jetzt eingebunkert, natürlich. Ja, dann muss ich hier warten. Du könntest mal nochmal anfangen, eine neue Armee zu gründen. Die Frage ist natürlich, was am besten hier einpasst. Ich warte noch zwei Runden, bis ich die gute Kavallerie bauen kann. Also in zwei Runden. Genau. Trantische und indische Kriege. Also trantische Kavallerie ist auf jeden Fall besser. Als jetzt die Bogenschützen, also die Kamelbogenschützen. Aber die kann ich ja trotzdem mal bauen. Die werde ich so oder so bauen. Gut. Gut. Sollen wir das probieren? Ich würde sagen, nein. Nee, also das ist wirklich, da habe ich keine Chance. Vier plus finde ich in Ordnung, ist ganz gut. So. Gut.
und draußen ist gerade voll neblig. Das liebe ich halt auch am Herbst so. Das ist also richtig cool. Neblig. Familiengeschichte. Nach dem Tod, ja, genau, das haben wir ja schon. Gravitas Profunde. Super. Eindringling Ägypten. Warum? Parthien und Arachostien, bla bla. Athen und Adeyayay. Aktion tritt den Krieg bei. Okay, alles klar. So, 3 Runden braucht der. Das ist schon mal in Ordnung. 3 Runden, dann warte ich noch eine Runde und rekrutiere dann mit denen die Guten. Weil gegen den brauche ich auf jeden Fall ja, mehr. Alter, 3 Kavallerieeinheiten sind halt jetzt gestorben. Das ist natürlich, 2. Ich hatte nur 5. Stimmt. Genau, 2 und hier eine. Gerade die Pikinierseinheit. Ah, das ist ärgerlich. Ich kann halt hier auch nichts machen. Wirklich. Okay, Belagerungswaffen sind sowas von uninteressant. Und als Kosten und Moral, das ist schon besser. Aber momentan brauche ich keinen weiteren. Ja, da müssen wir nochmal warten. Und dadurch, dass ich jetzt auch was macht Wendet er da? Wendet euch an eure Götter und betet, denn nur von ihnen werdet ihr Gnade erfahren. Okay. Athene gibt uns Weisheit. Ein Angebot, 1200, ja. Das ist gerade praktisch. Dann kann ich mit der oberen Armee. Athene gibt uns Weisheit und Ares Stärke. Ich gebe euch Frieden, wenn ihr es wagt. Okay, das ist auch wichtig. Philosophie der Kavallerie. Was? Xenophon von Athen wird hoch angesehen aufgrund seiner Ansichten zur Kavallerie und deren Nutzen. Das Studium, welcher seiner Schriften über den Krieg ermöglicht, den Leser das Einsetzen von effektiver Kavallerie. Über die Reitkunst. Seine Abhandlung über Reitkunst und Pferdezucht. Perihippikes. Plus 2 Erfahrungsränge für. Seine Anleitung für effektive Kavalleriebefehligung. Ja. Media Rodos. Rang erhöht. Forschung abgeschlossen. Agent der Ruhe, Rang erhöht. Kind ist geboren. Das ist alles schön. So, was jetzt auch krass ist, warte mal. Also das ist natürlich auch gut. Jetzt kann ich nämlich gute Sachen bauen. Das ist leichte Kavallerie. Schreibt euch ein für ein Leben voll Ruhm.
Okay. Kann ich noch welche bauen? Ich glaube nicht. Doch, eine Kavallerieeinheit kann ich noch bauen. Dann würde ich sogar... Warte, wer hat bessere... Die haben bessere Rüstung natürlich, aber die haben bessere Nahkampfabwehr. Ja, die nehmen sich, glaube ich, beide nichts, nur die da haben besseren Angriff auch noch. Gut. Na dann. Dann machen wir es so. Okay, Armenien kommt jetzt vorbei und sagt Hallo. Einheitsverstärkung bei Lokal. Bewegungsreichweite und Verstärkungsreichweite, das ist auch gar nicht schlecht. Verstärkungsrate ist halt auch gar nicht schlecht, aber ich würde Bewegungsreichweite bevorzugen. Da ist schon wieder ein Spion hier. So. Nochmal bitte. So, nächste Runde. Genau. Versuche ich es noch einmal. Pionierwerkstatt. Ja, jetzt kann er sich ja hier frei bewegen. Das habe ich jetzt automatisch gemacht, weil die Armee braucht ja eh erstmal nichts mehr. Das ist Schwachsinn, was ich gerade sage. Verdammt. Jetzt habe ich gerade Schwachsinn gesagt und Schwachsinn gemacht. Heldenhafter Retter, das bräuchte der. Und das braucht er nicht. Naja, okay. Also, genau. Das habe ich jetzt hier gemacht, weil die haben ja Zeit, sich zu erholen. Also ist ja momentan keine sichtbaren Vorkommnisse. Sag ich's mal so. Okay. Ja. War ein bisschen zu voreilig, glaube ich. Ja. Egal. Okay, Galatin, was machst du da? Oh, Mazaka wurde auch erobert. Oh, Pontos. Ja, Pontos, du hättest halt mit deiner Fürstig-Armee nicht die ganze Zeit bei mir rumlungern sollen. Media wurde... Okay. Hier nochmal. Ich will die einfach nur hochleveln. So. Das ist schon mal sehr gut. Du machst das mal wieder weg.
Brauchst du gerade auch nicht. Chimera, wo sind denn die Chimera? Da oben. Gut, also meine Verbündeten brauchen, glaube ich, auch bald mal wieder ein bisschen Unterstützung. Ich schicke die jetzt mal nach hier. Baust fleißig weiter. Warte, viermal das, viermal das. Nochmal viermal das. Klick, klick, klick. Und zweimal Kamele. Machen wir dreimal Kamele. Gegen die feindliche Kavallerie. Okay. So. Also der Osten wird jetzt ein bisschen brenzlig für mich, glaube ich. Vor allen Dingen, weil Galatien auch da sich wieder einigelt, dieser Blöde. Ja. Ah, Blankler Kavallerie. I hate it. Gegen die Blankler Kavallerie sind leichte Kavallerie auch sehr gut. Beziehungsweise einer der besten Gegenmaßnahmen. Edler Tod. Die Flügel des Pegasus. Oder ja, machen wir mal den mit einem Streiting. Eindringliche Chimäre annulliert, Bevölkerungsüberschuss. Ja, aber ich will hier warten. Wieder. Ich habe eine Wunde erlitten. Ja, das war erstmal alles. Dankeschön. Die Frage ist jetzt, was. Also, wenn ich den besiege, also ich kann den besiegen auf jeden Fall. Aber dann, das wird wahrscheinlich, also schlimmstenfalls verliere ich, aber das wird auf jeden Fall sehr verlustreich werden. Die Frage ist, ob ich dann noch Zeit genug habe, um mich gegen die Armee wieder aufzubauen. Das weiß ich nämlich nicht. Aber die Armee ist ja auch noch da, ne? Na gut, aber es ist schon eine halbe Stunde und gleich fängt mein Stream an. Apropos Stream, wenn ihr Fragen oder Anreize habt für Total War oder auch für irgendwas anderes, könnt ihr entweder hier bei YouTube in den Kommentaren schreiben oder aber ihr kommt zu mir auf Twitch, Link in der Beschreibung, montags und freitags jeweils um 5 Uhr und vor allem, also montags wäre es für euch wahrscheinlich interessanter, weil da wird auch unter anderem Rome to the Worlds beigespielt. Gut, dann sehen wir uns vielleicht im Stream und ja, bis dahin, macht's gut, bye bye.